So, ihr Lieben. Ja, das war's. Das war's mit RF4. Das war's mit dem großen Angeln und mit dem Fische ziehen und kloppen und was nicht alles. Geschafft, würde ich sagen. Geschafft mit dem Jahr 2020. Stößchen, ihr Lieben, gönnt euch. Und ich würde sagen, auf ein weiteres geiles Angeljahr. Hat wild angefangen. 2020. Tendenziell für mich eigentlich ein Neustart nochmal in dem Game, in RL4, weil ich ja zum Ende 2019 eigentlich aufgehört habe mit dem Game und viele andere Angelgames probiert habe und viele Games einfach nicht das bieten können, was RL4 tatsächlich bietet. Das heißt, die Komplexität des Games und auch wenn hier zum Teil, ja, oder auch nicht alles so schön ist, wie man es sich gerne wünscht, es ist trotz allem mit Abstand das schönste Angelgame, was man sich zurzeit noch gönnen kann. Mit Höhen und Tiefen. Aber trotz allem macht es doch immer wieder Bock, auch wenn man hier zum Beispiel am Belaya steht und einfach ein bisschen Spinning macht. Ob das im Low-Level ist oder im High-Level ist, wenn man da die Störe rauskloppt und sich freut, wenn man dann irgendwann höhere Level als Level 40 auch noch erreicht. Ganz, ganz krass. Dickes, fettes Dankeschön an euch alle für euren geilen Support. Das als allererstes. Dickes, fettes Dankeschön, dass ihr so fleißig die Videos schaut hier auf YouTube, dass ihr die Daumen da lasst, das Ganze kommentiert. Das hilft wahnsinnig. Das hilft wahnsinnig, dass der YouTube-Algorithmus denkt, Alden, der Junge bemüht sich und da gibt es Rückmeldungen von den Zuschauern. Also promoten wir das Ganze auch noch ein bisschen mehr, zeigen das ein bisschen weiter in der Öffentlichkeit. Das hilft auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Vielen Dank natürlich auch für euren Support auf Twitch. Abgefahren, immer wieder abgefahren, was da so passiert. Man sieht einfach, gerade in der Russian Fishing Community, es ist ein wahnsinnig großer Zusammenhalt. Dankeschön dafür. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Es geht so weiter wie bisher. Es geht so weiter wie geplant. Also es sind immer noch montags, mittwochs und freitags die drei Tage im Livestream. Ich schaue mal, wie das aussieht hier auf YouTube, ob es da demnächst noch ein bisschen mehr gibt. Würde mich auch freuen, wenn das klappt. Im Moment ist es ein bisschen schwierig mit der Planung. Ich sag mal, vielleicht so gegen Mitte des Jahres spätestens, dass sich da noch so ein bisschen mehr ergibt, speziell auch für YouTube. So, ziehen wir noch mal ein bisschen was raus. Ich hatte zuletzt zuletzt im Livestream haben wir ja ein paar Turniere gemacht, gerade hier auf Spinning. Und mir ist da aufgefallen, dass ja die Weihnachtsspinner, die aktuellen, also ich kriege die halt mit dem Tutorial-Account nicht richtig rausgeballert. Diese hier sind es, die Snowflakes, die Schneeflocken-Spinner. Und die wollte ich auf jeden Fall nochmal hier mit der Ultralight so ein bisschen mehr testen. Weil man halt mit der Ultralight, mit dem Wurfgewicht der Ultralight-Routen einfach deutlich weiter rauskommt. Zack, und da geht's auch direkt los. Ach, ist das schön. Nochmal schön hier am, was haben wir denn, 30. haben wir. Am 30. nochmal schön ein bisschen am Belaya stehen. Wir machen ja jetzt hier
am heutigen, am 30. um 21 Uhr auch nochmal zusammen einen schön entspannten Angelabend. Donnerstag wird dann ordentlich, ich würde sagen, ordentlich Shampoos getrunken. Auf jeden Fall mal was Prickelndes. Und dann reicht es aber auch, glaube ich, für dieses Jahr, oder? Wie war es denn bei euch? Was war denn für euch das Russian Fishing Highlight? Hattet ihr irgendwelche besonders dicken, fetten Brocken? Irgendwelche Fische, wo ihr gesagt habt, alter Falter, da werde ich doch meinen Urenkeln von erzählen. Wie ich im Jahre des Herren 2020, das Virus hat die Welt im Griff und ich sitze am Computer und angel einen gewaltigen Fisch. Was soll's auch anderes machen? Ach ja, ey. Ach ja. Also ich war wirklich, hoppala, ich war wirklich froh, dass ich dann doch irgendwann Mitte des Jahres gedacht habe, komm, guck's mal wieder rein in das Game. Und es hat sich tatsächlich mit dem ersten Auswerfen der Route, mit dem ersten Auswurf direkt wieder gut angefühlt. Wenn man das mit, wie gesagt, mit anderen Games vergleicht, die Physik ist im Game einfach top. Da kommen die anderen Games einfach nicht mit bisher. Ich freue mich natürlich auch auf andere Games, sollte es in den nächsten Monaten oder Jahren andere Games geben, gibt es auch hier natürlich andere Simulationsgames. Was wir zuletzt ja auf dem letzten Sonntag so ein bisschen gespielt haben, war das Feuerwehrgame. Schön als Feuerwehr durch die Gegend gerannt. Auch sowas ist nochmal interessant. Auch andere Simulationsgames wie Train Station, Restaurator, Simulator, wie auch immer. Oder solche Sachen. Also auch sowas wird demnächst noch kommen. Neben dem Panzerfahren im Livestream. Auch da werde ich noch weiter mit Gas geben. Wobei ich das mit dem Panzerfahren, ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Eigentlich ist es ist immer wieder schön, es ist immer wieder eine Challenge. Aber eigentlich finde ich es auch ein bisschen auch schönes Ding. Ey. Schöne Bachforelle. Ja, eigentlich finde ich das Panzerfahren auch immer so ein bisschen nicht ganz so meins. Nicht ganz so. Ich würde eigentlich lieber so entspannt hier so was wie rumangeln oder so was oder so andere Simulationsdinger. Es gibt ja genug davon. Na, gucken wir mal, was das nächste Jahr gibt. 2021. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wahnsinnig gespannt, welche Simulationsgames rauskommen. Tendenziell bin ich auch irgendwelchen MMORPGs nicht abgeneigt. Ashes of Creation wäre da ein Game, was ja seit Monaten angekündigt ist. Es gibt auf YouTube immer wieder von den Entwicklern kurze Videos und Beiträge zu Ashes of Creation. Sieht wahnsinnig gut aus. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass man dann neben dem Angeln auch nochmal so ein MMORPG irgendwie vielleicht startet. Gucken wir mal. Je nachdem, wie es sich entwickelt. Aber wie gesagt, das Hauptmerkmal bleibt zurzeit noch hier auf dem Angeln. So soll das auch sein. So, nehmen wir mal einen Orangenen. Und da gibt es auch noch genug Achievements, die ich holen kann. Genug Herausforderungen, die wir angehen können. Gerade jetzt natürlich auch mit dem YouTube-Account, mit dem Kleinen, der kurz vor Level 22 ist. Das Spinning, die selbstgemachten Kunstköder, die will ich auf jeden Fall angehen. Hier mit dem Hauptaccount, ja, nicht ein Punkt in der Kochkunst drin, nicht ein Kunst in der Kunstköderherstellung drin, ein Punkt in der Kunstköderherstellung drin. Also das sind alles so Sachen, die ich auch selbst hier im Game natürlich für mich noch entdecken will.
dann ist das Game irgendwann tatsächlich durch. Ich weiß gar nicht, ob man so ein Game durchspielen kann, aber ich glaube, wenn man bam, so langsam alles erreicht hat, dann hat man es doch irgendwann, oder? Guck mal, hier im Chat werden schon wieder Aale gefangen und sowas. Das ist auch so geil, ne? Das finde ich, das feiere ich auch wirklich sehr. Also für jeden, der auch Bock hat, hier in den Ingame-Chat zu kommen, über 300, manchmal schwankt es mal ein bisschen mehr oder weniger. Manche hüpfen auch zwischen den Chats hin und her. Jetzt im Moment um die 300, jetzt gerade hier mit in dem Chat. Wenn ihr da Bock habt, einfach mal auch mit reingehen und euch austauschen. Sehr viele Profis, regelrechte Profis da drin, auch international tatsächlich, wenn ich das jetzt gerade so sehe, wer jetzt heute Abend hier noch drinne ist. Quer über den Globus gespannt. Und von daher auch, ja, ich sag mal, auch die verschiedenen Accounts auf den verschiedenen Servern haben ja verschiedene Bissphasen oder Spots, die gerade funktionieren. Aber da kann man sich auch immer ganz gut austauschen. Gerade noch einen schönen dicken Brocken hier auf einem dunklen gehabt. Ja, was hatten wir in den letzten Tagen hier beim Spinning festgestellt? Belaya lübt. Vor allem immer dann, wenn man ganz viele von den Forellen dran hat. Dann ist das immer wieder extrem bereichernd. 300 bis 400 Silber hatten wir sogar hier in einer Stunde in den Turnieren mit drin. Wobei man da natürlich auch sagen muss, auch die Turniere zurzeit auf einem echt hohen Niveau, ey, lecko funny. 2-3 Kilo Fische so in den Top-Dingern immer mit drin. Also knapp unter Trophy oder halt bis zur Trophy halt hin. Oder 5 Kilo Döbel und solche Sachen. Also die Jungs und Mädels, die hier gerade angeln, alle total on fire. Richtig, richtig hart zu Gange. Geil auch immer der Austausch halt dann untereinander, mit welchem Köder, wohin und was nicht alles. Das ist halt das, was, glaube ich, aber auch Russian Fishing zurzeit ausmacht. Verhakt. Jawohl. Alles richtig gemacht. Na, ihr Lieben, ich würde sagen, ich angel hier noch gleich ein bisschen weiter. Ich mache hier gleich erstmal einen Restart. Wir sehen uns nachher im Livestream. Montags, mittwochs und freitags im Livestream. Das heißt, jetzt haben wir ja den... Zack, da ist er frei. Jetzt haben wir den 30.12. Den 30.12.2020. Ein prächtiges Jahr, ein wunderschönes Jahr, was für alle Gamer wahrscheinlich gar nicht so schlecht war. Schlucken wir es runter, würde ich sagen. Es kann nur besser werden. Petri, ihr Lieben, auf ein weiteres Jahr. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch. Ziehen wir weiter durch, ziehen wir ein paar wunderschöne Fische raus. 2021 kann einfach nur besser werden. Von daher, lasst uns ab ins nächste Jahr feiern. Gönnt euch richtig, macht euch einen entspannten Abend, einen entspannten Jahresabschluss. Und im nächsten Jahr sehen wir uns wieder. Wie gesagt, alle 2 Tage, montags, mittwochs und freitags mit Russian Fishing und dazwischen auch im Livestream auf Twitch mit anderen Simulationsgames, wie zum Beispiel World of Tanks oder ja, was halt gerade so anliegt. Hau da rein, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Petri.